Gerade eben habe ich mit Schülerinnen und Schülern der 10. Klasse gesprochen. Es waren die üblichen Themen, Fridays for Future, Wahlalter ab 16 und natürlich auch die Frage, wie geht's mit Corona weiter. Interessant war, viele haben bemängelt, dass die Schulsituation in Rheinland-Pfalz nicht gut ist. Es fällt zu viel Unterricht aus, es gibt zu wenig Möglichkeiten, mit Hygiene umgehen zu können. Corona hat nicht dazu beigetragen, dass Digitalisierung besser wird. Also die Kritik an der Landesregierung war für mich überraschenderweise groß.